Herzlich willkommen zu einer neuen Theophorestus-Folge. Hallo. Und ich habe Ich auch. Bärchen. Ja. Hält sich noch ein bisschen im Trunzen. Ja, ich muss jetzt aber auch mal ein paar Beeren essen. Was, die kleinen Büsche lassen wir noch? Mich hier nicht. Ah, ich kann hier pflanzen. Hä? 5, 9. Ja, ich glaube, die oben da sind. Ja, doch, da noch. Ja, doch, das sind welche, aber ich gehe hier so schwer irgendwie. So. Berg hoch und das ist dann kein Sport mehr gemacht. Das geht schon. In die Beine. Ja, gut. Klein will ich irgendwie nicht essen. Na gut. Schau mal, was mir mal aufgefallen ist. Da vogeln wir noch ganz gern. Aber, komm mal mit. Ja. Wir wollten hier dieses Seil machen. Ne? Ja. Oder eine Treppe rum. Je nachdem, was funktioniert, ne? Ja. Aber das sollten wir eventuell, ich weiß nicht, vielleicht hier. Oder das Ding ein klein wenig verschieben. Den Turm entweder ein klein wenig verschieben oder die Mauer ein bisschen weiter rüber. Weil es könnte sein, dass wir hier mit der Treppe dann irgendwie blöd in der Mauer hängen. Das hast du jetzt noch gut erkannt. Ja gut. Ich glaube, die Mauer jetzt weg ist blöd, oder? Weil das, sonst haben wir da so einen blöden Hacken drin, oder? Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß nicht, außer wir beginnen hier wohl den Turm hoch. Hier, dann dürft's hier. Ja, gut, dann wird man schon rüberkommen. Aber ich darf den vielleicht ein bisschen setzen. Klein ja, weil blöd gesagt, werden wir ja hier nichts mehr bauen zwischen Turm und diesem Gebäude, oder? Oder kannst du den mal weg? Nein! Weil der ist ganz gebuscht. Das geht mir so auf den Sack. Ja, das musst du mal wieder weg. Ah nein, die ist ja nämlich nicht. Oh, kann ich nicht aufhören. Okay. So. Stirbusch. Also heute in der Folge Unkraut. Unkrautjäten. So. Aber es ist unglaublich, wie viele Büsche hier sind. Das ist nicht mehr normal. Die wuchen hier alles zu. Schau mal dort, wo wir alles gefällt haben, ne? Ja. Nee, gut, aber die wachsen halt auch immer wieder nach, glaube ich, die Büsche. Ich sag mal, das ist ja vielleicht ganz nett, wenn sie hier und da mal ein bisschen rumstehen, aber nicht ja, ganz, aber ja nicht ganz die Siedlung voll, ey. Übel, Alter. Geh mir ja voll auf den Keks. Ach, so. Schon besser. Oh, besser. Der nervt mich noch. Der Kleine. Ach. So. Moment, der muss noch weg. Schwerer Angriff und. Alter, ich hab wohl den Schrei gehört. Hat er überlebt. Wo bist du? Ich hab nur mal meine Sticks ein bisschen weggeschafft, weil. Ich meine, ich bin immer voll mit kommen, Sticks. Wir bekommen, glaube ich, wieder Besuch. Nein, bekommen wir nicht. Ja. Wow. Weg von unserem Gebäude. Gibt's ja nicht. Die sind echt durch diese eine Lücke da von der Mauer rein. Ja, diese Kackvögel. Oh, ich seh's schon wieder. Na gut, wenn ihr nicht kommt, dann schieß ich halt. Headshot! Boom, yeah! Hey, das war echt einer. Oh, nochmal ein Headshot! Lol. Ich mach echt Headshot. Wieso hab ich keine. Ich hab keine Scheibe. Nein! Nein! Was? Kommst du raus da? Kommst du raus da? Nein, bitte nicht, oder? Wilde Kuh, das ist nix. Du hast B verloren. Ey, wir müssen da echt fast noch so ein scheiß Tor da. Ja, wenn wir dann die Mauer haben, dann kommen die ja nicht mehr gleich in unser Dorf rein. So musst du es sehen. Oh, shit. Verstehst du, was ich meine? Da ist noch einer, ne? Also, just ja, das schaffst du schon. Ich baue schnell. Was? Okay, das war jetzt echt laut. Ja, Leute, das waren jetzt drei Headshots, ne? Geil, kacke. Geil, das hast du echt gut gemacht. Södele! Jetzt, wenn man Headshots macht, ist der Bogen richtig stark. Der ist richtig heftig stark.
Du musst dich 20 Jahre kloppen, weißt du, aber nee. Brenne. Scheiß Vogel. Aber nee, wenn du mal richtig Headshot verteilst. Was für ein Zungenbrecher. Vogel. Nee. Oh Mann. Dann brauchst du nur einen Pfeil und du hast deine Ruhe, bevor du dich da 10 Stunden rumdrescht. So, ich baue jetzt den Turm. Oder ich baue nochmal ein weiteres Stocklager, weil die anderen 4 sind schon voll. Freies Bauen. Ach, da freies Bauen. So, jetzt habe ich nicht darauf geachtet, wie das gedreht ist. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal so weit. Nee, das habe ich aber voll verkackt. Halt, stopp. Hey, wieso habe ich das so verkackt? Ey, ich sehe gerade gar nichts. Hey, das ist irgendwie gerade gar nicht so leicht, ne? Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie. Bisschen zurück. Was versuchst du denn gerade? Den Turm. Ja, das sieht gut aus. Das sieht nicht schlecht aus. Doch, das soll das machen. Dieses Gebüsch. So. Wenn ich das kaputt haue, dann mache ich unsere Wand kaputt. Das sehe ich schon. Oh Gott. Haben wir eigentlich die Knochen aufgesammelt? Hast du alle Knochen aufgesammelt? Jo. Brauchst du noch welche? Nö, nö, alles gut. Ich habe eh keinen Stoff mehr. Achso. Ich wollte eigentlich nur. Hast du alle benutzt? Ach. Nee, oder? Nö, nö. Ah ja, genau, ich kann den Rest ja auch. Du kannst hier welche reinfüllen. Andere Pfeile. Hier. Nee. Doch, das ist ein Pfeile. Ja. Ah ja, aber ich hol mal neue Pfeile. Weil ich brauche mal wieder Pfeile. Ah! 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 Irgendwas kaputt. Wie viele Pfeile habe ich denn? Zu wenig. Achso, jetzt brenne ich hier schon immer. Okay, ach, das war jetzt mal wirklich reine Dummheit. Lol. Wir haben wieder Besuch da oben, hinter der Mauer, direkt auf 12 Uhr. Okay. Sammeln Stöcke. Ach so, ach, für den Turm braucht man relativ viele Stöcke. Da kann man unser Stocklager endlich benutzen hier. So. Ja Mann, Hammer. Hammer. Aber wollen wir den da jetzt das so... Lass mal, okay. Da ist ein Hase! Nein! Ich hab keine Pfeile. Lol, was sind. Die haben sich aber echt angeschleicht hier, ne? Lol, hab ich einen Headshot? Jawohl. Komm rein. Das hast du sehr gut gemacht. Nochmal Headshot! Alter, was ist es ja, los? Mit was ist mir? Los mit dir? Ich brauch gar nichts mehr tun hier. Das ist voll geil. So. Knochen. Ich weiß, das ist ein Loch. Lol, der ist von unserem Lagerfeuer. Ich weiß zwar nicht mehr, wo das war. Leute, danke, dass du verpackt hast. Hier wachsen doch die Bäume nach. Ich bin nur. Hä, bin ich bescheuert? Ja. Was? Hm? Du bist ein Arsch. Tja, ich habe schlechte Neuigkeiten. Wir müssen uns wahrscheinlich bald vegan ernähren. Warum? Weil Fleisch geht wirklich langsam. Zum ja, das Preis so ja Filets. Das habe ich ja letztens schon gesagt. Oh geil, ich hab's repariert. Nein, das ist unten immer nicht repariert. So eins. Oh mein Gott, das sind immer noch welche. Ey, das hört ja gar nicht mehr auf gerade. Oh. Ganz ruhig, bitch. Oh. Hey, das war doch ein Catcher. Jawohl, so. Oh, ich freue mich, wenn die scheiß Mauer vorbei. Fertig ist.
So, was machst du denn gerade? Wo bist du überhaupt? Hier unten stehen immer noch mal welche. Jawoll! Was, geil! Hammer, geil! Ich finde dich gerade echt nicht. Mich? Aber hinten! Was machst du denn da hinten? Siehst du Tell gleich. Me. Als erstmal habe ich mir neue Pfeile geholt, weil ich wollte jetzt nicht die verwenden, die wir gerade sammeln, weil ich versuche unser Lager ein bisschen voll zu lassen, so für Notfallmomente. Ja. Lalilu. Hallo, ich habe einen Reh gefangen. Yes. Sehr nice. Also ich habe unser Fleischlager wieder ein bisschen aufgefüllt. Ne, ich habe von da noch ein Loch erwischt. Ne, dann haben wir ja wieder was. Ja, mit dem Reh haben wir jetzt dann 4, 5, je nachdem. 4. Ja, da ist wieder so ein ganzes Ding voll, also bitte. Jetzt hänge ich da noch mein Reh. So. Ja, wie machen wir es jetzt? Also ich würde jetzt wirklich versuchen, erstmal die Mauer fertig zu machen. Was? Ja, ich hab Hunger. Oh. Ich hab Hunger. Und ich will jetzt mein frisch gefangenes Reh, mein frisch gejagtes Reh, nicht verwenden. Gut, ich habe mir auch gerade noch einen Vogel geholt. So. Da liegt noch Knochen drin, das ist sehr unappetitlich. Es werden gleich noch mehr drin liegen. So, dann die ganzen Knochen wieder ablegen hier. Ach, hier sind ja die Bomben, Dynamitstangen. Ja, 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 sehr gut. Ja gut, aber wie machen wir das denn jetzt wirklich mit unserer Hacke da? Lass uns halt einfach mal... Headshot! Jawohl. Schön, Alter, der andere auch. Oh, schade. Lass ihn in Ruhe. Oh, sie hat mich voll erwischt. Die hat, während ich den geschlagen habe. Wow! Alter. Sack. Nein, Alter, der trifft mich voll gut. Du. So, Teamschaden gibt's jetzt nicht mehr zu uns. Oh Mann. Das finde ich jetzt voll ärgerlich, weil meine komplette Rüstung ist weg. Mit einem Schlag, Alter. Ein einziger Schlag. Ja, die sind stark, diese. Warte, ich mag dazu erst mein Essen essen. Also meins habe ich gegessen. Deins muss noch drauf liegen. Hm. Nur nicht fertig gebraten. Alter, das ärgert mich jetzt zu Tode, Alter. Meine gute Rüstung. Ich finde es aber voll unlogisch, wie er mich gerade getroffen hat. Während ich ihn geschlagen habe, konnte er mich auch schlagen. Das war jetzt ein bisschen frech, finde ich. Ja, es hilft nichts, ich muss weiter Holz hacken. Ja, und wo ist denn da? Meiner Frassa. So. Ich komm gleich mit dem Kahn so schnell. Wir müssen unbedingt die Mauer fertig kriegen. Ich habe dann wirklich die Hoffnung, dass dann die Angriffe ein bisschen zurückgehen. Ich habe Angst, zumindest dass, dass wir dann schon mal einfach mal sehr gern angreifen. Ich habe irgendwie immer noch Angst um unser Beet und so. Na gut, aber genau, also die nächsten Schritte sind ja ein... Unbedingt die Mauer fertig kriegen und dann bin ich mal richtig gespannt auf den Turm. Ob wir jetzt eine Treppe hochbauen müssen, ob ein Seil reicht. Jawohl, Hase erwischt. Jawohl, geil. Ja, langsam habe ich es richtig raus mit dem Bogen. Also, es läuft hier richtig gut. Ich meine, man kann mit dem Bogen auch relativ gut umgehen momentan. Also allgemein. Ah ja, mein Vogel müsste fertig sein.
Perfekt. So, eigentlich wenn wir jetzt ja die Mauer fertig haben, den Turm, und dann könnte man, oder noch das Lagerhaus fertig machen, und dann könnte man ja versuchen, schon mal so Dächer zu bauen und so. Ja, das stimmt. Und dann noch alles bisschen Licht und sowas ausfüllen und so. Ah. Ja, da fühlt man sich dann richtig heimisch, wenn dann die Mauer endlich mal fertig ist. Das war in der ersten Staffel auch so geil irgendwie. Ja, stimmt. So geschützt, so eine gute Rückzug. So, ja. Momentan sind wir noch so frei und müssen jeden Angriff abwehren. Aber mit der Mauer habe ich Hoffnung, dass wir dann vielleicht manche Angriffe gar nicht passieren, dass sie nur vorbeigehen und nicht direkt uns angreifen. Obwohl ich ein bisschen Angst habe, dass sie dann... Warum könnte man dann Fallen bauen? Wo ich ein bisschen Schiss habe... ist, dass die dann die ganze Zeit die Mauer angreifen. Ja, das so willkürlich. Das kann echt passieren, glaube ich. Da habe ich ehrlich gesagt irgendwie keinen Bock drauf. Wie war das denn im ersten Teil? Das ging eigentlich, oder? Ja, im ersten Teil haben die sowieso sau selten angegriffen. Da haben wir ja alles machen wollen, damit die... Aber die haben trotzdem die Mauer angegriffen, ne? Weil wir haben extra diese Spikes gebaut, das weiß ich noch, und das hat gar nichts gebracht. Die haben es trotzdem Spikes, ab und angegriffen. Ja, das sind wieder angegriffen und ja, das will ich auch noch, aber. Nicht, nicht mehr so dauerhaft, dass vielleicht mal so eine Patrouille uns nicht angreift, weil wir halt nicht da sind, weil sie nicht, uns nicht sehen. Naja. Du bist sicher, dass du das deaktiviert hast, dass die Bäume nachwachsen? Jo, hab extra nochmal nachgeschaut letztens. Nee, will ich. Also ich meine, ja, es sind jetzt keine also neuen die, Bäume. Nee, also die Bäume wachsen nicht noch, das sind halt die, also diese Büsche wachsen halt noch. Ja, aber manche Bäume, die sind schon, also manche Büsche, die sind so extrem groß, die gelten ja schon fast als Baum. Ja, aber es kann sein, dass sie vielleicht dann nicht größer werden. Aber ich kann das dann. Ja. Aber ich finde es extrem, also das muss ich ehrlich sagen, die Büsche sind voll übertrieben in dem Spiel. Ja, aber lieber so als so ganz leer wie in Subsistence. Das war dann ja, das stimmt auch. Das stimmt auch. Nee, es hat ja was, es ist halt wirklich die Wildnis von mir raus. Ich finde es eigentlich schon ganz cool, nur in meine Füße. Zumindest nicht so ein Haufen. Ja, ich will schon, dass es da ist, aber das ist ja voll übertrieben. Du läufst da durch und das ist im Dschungel. Ja. Müsste eigentlich für Jungle heißen, nicht für Forest. Es regnet, geil. Yay. Wir sind am Zeltplatz. Was? Gleich, ja. Okay, das ist jetzt krass. Der war doch immer relativ weit weg eigentlich. Oh. Okay, das war jetzt echt assi. Holy shit. Ich habe gerade einen Reh beobachtet, habe aufs gezielt und urlässig zack, weg. Also die despawnen wirklich. Oh mein Gott, das ist scheiße. Also ich habe jetzt wirklich live erlebt, wie es einfach... Also es war nicht so hinterm Baum und dann weg. Nee, das war wirklich vor mir und zack, weg. Also wirklich gedespawnt. Na gut, das ist natürlich richtiger Mist. Das ist richtig ekelhaft. Wir haben uns also nicht nur eingeredet. Nee, wir haben es auch Hasen. Ich glaube, also die haben echt gedespawnt. Das war nicht mehr so, dass wir sie einfach nur verloren haben. Die haben echt gedespawnt. Eigentlich echt hart, dass wir jetzt im Zeltplatz sind. Taste drücken, ey. Das kann ich gut. Kann ich dir ein Lied von singen? Ja. So in Hunt Showdown und in Apex Legends und in Call of Destiny. Duty oder in Destiny.
Vor allem in Destiny ist es mal ganz lustig. Destiny ist heftig. Wenn er dann Nahkampf machen möchte, dann mal zack, Ulti, mit geilem Gegner rausgehauen, na, war herrlich. Das nervt mich jedes Mal so. Ich glaube, wir müssen schlafen gehen. Ich glaube, es ist noch nicht dunkel genug. Ja, aber... Hä, mach doch einen normalen Angriff. Ja, danke. Und ich weiß... Ja, mal gucken, müssen wir gucken, ob man schon schlafen darf. Kann es eigentlich in dem Spiel auch einfach mal tagsüber dunkel werden, weil schlecht Wetter ist? Nee, oder? Ist immer Sonne da. Ey, das stimmt eigentlich, ja. Also wenn es regnet, ist es trotzdem hell dann wahrscheinlich. Schon, ne? Ich fange an zu frieren, das geht immer gar nicht. Oh ja, stimmt. Jetzt wo du sagst. Hier war ein Tor, das weiß ich. Wir müssen die Tore beleuchten. Eindeutig. Ja. Eier. Was ist das? Was? Ach, du machst das Tor auf und zu, oder was? Ja, ich hab das Tor gerade auf. Das hat sich gerade irgendwie so angedeutet, als würde irgendwie gerade was eingerissen werden oder so. Na, warte, ich geh mal zurück ins Lager. Ja, ich wehr mich auch gerade auf. Ne, die Tore müssen wir beleuchten, weil wenn wir mal wirklich irgendwie unterwegs sind und fängt es an zu regnen oder es ist Nacht und wir werden verrückt, wir finden die nicht. Ich habe mich gerade richtig schwer getan, die Tore zu sehen. Oder das Tor zu sehen. Darf man schlafen? Yay! Man ja? Schlafen. So, dann schlafen wir jetzt. Oder muss ich noch kurz aufwärmen? Nö. Was? Komm. Wie der anfängt zu zittern. Oh, warte, ich speichere gleich mal. Ah ja, ich auch. So. Schade eigentlich, vorhin hätte ich beinahe noch einen Reh gehabt, aber... Hey, wo sind die ganzen Büsche hin? So, ich hab Durst und Hunger. Ich gönn mir jetzt mal so ein... Exe. Trinken hol ich da. Diesen Rand voll, das ist geil. Ja, wie möchtest du dann die Tore beleuchten? Mit so einer ganz einfachen Fackel oder möchtest du ein die Lagerfeuer brennen aber nicht durch? Das ist ja nervig. Schon mit so einer Fackel, glaube ich. Aber das sind ja diese Totenkopf-Dinger da, oder? Also die eigentlich nur eine relativ kleine Lichtquelle eigentlich geben. Ja, aber nur so eine kleine Info, wo wir... Ja, alles klar. Sind. Also trisch auch die Lichter, die man dann eigentlich bei den Häusern hinklatscht. Jo. Theoretisch schon. Ja, passt. Ja gut, theoretisch können wir eigentlich schon anfangen jetzt die, Lichter hinzubauen, weil da braucht man glaube ich Schädel dafür. Und nach jeder Angriffszelle können wir dann nochmal so ein Leuchterchen hinbauen. Ja, aber wo tun wir denn die ganzen Lichter hinbauen? Auf alle Fälle bei den Eingängen, das ist ganz wichtig, links und rechts. Das ja, und ja bei den Häusern eigentlich, links und rechts bei den Eingängen, oder... Wissen du gerade? Das ist dann too much. Oder möchtest du eigentlich, sagen wir, die Häuser von draußen gar nicht beleuchten, sondern nur innen drin dann so Kronleuchtern und so ein Zeug? Ja, das könnte man auch machen. Ja, vielleicht immer so hier so ein Ding. Warte, ich baue mal so ein Ding. Oder was haben wir denn da für Leuchtmittel? Ich muss mal kurz gucken. Decoration. Ja, die Schädellampe. Die leuchtet dauerhaft, oder? Genau, das ist das... Die Schädellampe. Ein Kronleuchter aus Knochen. Können wir dann auch nochmal bauen später. Ja, das ist alles so schief. Wenn ich die da hier herstelle, ist das so schief. Oh, cool. Okay. Oh, eine Feuerstelle. Oh. Warte, pass auf, jetzt drehe ich den mal. Ja, weil... Dann gibt es eigentlich nur noch die Lagerfeuer. Standfeuer, wie war das? Das Standfeuer braucht wahrscheinlich trotzdem immer wieder ein bisschen Feuer, oder?
Irgendwas war mal, dass das immer wieder ausgegangen ist, was uns genervt hat. Ja, das ist dieses Standfeuer wahrscheinlich, ja. Oder wie wär's einfach direkt neben der Tür? Oder? Ich hab doch schon gebaut. Oder ich bin gerade dabei, was. Ja, aber ich meine direkt bei der Tür. Nicht bei, also nicht vor der Treppe, sondern vor der Tür. Aber ich möchte gerade gucken. So, das ist eine Dekoration. Ah, ich habe eigentlich eine coole Idee. Eigentlich, wenn man doch dann dieses Dach baut, dann kann man das ja bis so überhängen und dann kann man ja von dieser Decke eigentlich diese Lampen runterhängen lassen. Und das halt dann auch links und rechts neben der Tür. Haben wir das nicht sogar schon mal gesagt? Ja, ich glaube schon, ja. Und dann bin ich mir gerade nicht sicher, ob wir diese Dinger da jetzt brauchen, die auf dem Boden stehen. Erstmal beim Garten könnten wir es machen, vielleicht. Dass wir da in der Nacht auch reinfinden, wenn es sein soll, aber ansonsten. Habe ich es ausgesucht, gerade was gegessen? Was hast du denn gegessen? Also er hat sich gerade nicht übergeben, also hoffe ich einfach mal, dass es essbar ist. Wow, the fuck. Boah, jetzt hatte ich Glück. Mich hat es gerade durch die Luft gepfeffert. Echt? Ja. Achso, du wolltest so eine Überdachung machen? Ja, stimmt. Das haben wir ja gesagt, ne? Ja, genau. Oh ja, wir werden noch viel Holz benötigen. Ja, aber das mit der Überdachung, ich weiß nicht, wie soll das funktionieren? Ne, geht das nicht? Wir haben nur ganz normal ein Dach bauen. Mit das Lager haben wir gesagt, lassen wir es sowieso offen für Wasser. Ne? Mich nervt es eh, dass wir man Sachen nicht so nehmen kann und Platz ändern kann. Das nervt mich eh ein bisschen. Ja, das wäre ganz praktisch. Diese scheiß Baumstämme. Hallo. Wie schaut's aus? Also Baumstämme sind Frucht. Benötigen noch. Das ist echt alles, glaube ich. Glaube ich nicht. Das ist, was ich jetzt kurz gesehen habe. Wehe, ich finde jetzt noch einen Baumstamm. Hey, die Falle ist zu? Ne. 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 Lol. Ne. Ist wenigstens was drin. Ein Hase. Nicht töten, nicht die falsche Taste drücken. Was? E, oder? Ich weiß es nicht. Ja, E. Wie, sag mal. Ich glaube, du musst das echt auf offener Fläche machen und nicht im Wald. Das war jetzt komischerweise sehr schnell voll die. Ja. La, 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 la. Ich bin mir gerade. Oh! Wir haben ein Häschen! Töte es! Nein, okay. So, was machen wir mit einem Hasen? Wir bräuchten noch einen zweiten. Ja. Hast du die Falle wieder aufgebaut? Nein. Ja, konnte ich, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt so. Oh nein! Du bekommst Besuch hinter dir, ganz viele. Oh mein. Fucking. Oh nein, es war kein Headshot. Nein. Au! Oh! Alter, die machen so viel Schaden! Warte, ich hau hier mal schon ab. Auf offene Fläche. Kommt mit, die Herren. Oh, Headshot. Ja. Haben wir die markiert, die Dinger irgendwie? Nee, ne? Weil ich finde das andere. Fallen, doch. Ja, was machst denn du hier?
Nein, weg, der Spastik! Greif mich an, nicht die Mauer. Boah, Alter, ich verliere gerade meine komplette Rüstung, ihr Wichs-Krupp. Ich kämpfe auch gerade, das kann mir doch nicht helfen. Hilft mir vom Ding schon weg. Egal. Alter, wie hält denn der aus? Alter, ich hab gerade keine Ausdauer mehr. Ich hab keine Ausdauer mehr. Oh. Grün haben wir die markiert, okay, gut zu wissen. Ich komme zu dir. Ach, komm schon, verreckt einfach. Hast du alles in der Kontrolle? Ja, geht schon irgendwie. Wir müssen mal wieder eine Höhle und Stoff holen. Ja. Stoff wird ganz schön knapp. Ich meine, Knochen kriegt man irgendwie genug, aber Stoff. Ist da unten nicht noch einer? Ja, soll man die Lampen vielleicht trotzdem bauen und dann. Ich habe gerade nachgeschaut, also mit dem Dach, das ist eigentlich kein Dach mit so Überhang, also. Ist, glaube ich, man gar nicht. Man müsste den Überhang dann selber bauen und dann sieht es wieder kacke aus, weil wahrscheinlich ein ganzes. Boden rausguckt. Nee, ich glaube. Machen wir diese hängenden Leuchten nur innen drin im Haus. Und ja. Und vor dem Haus einfach diese Ständer da. Er hat Ständer gesagt. Oh, wir müssen die Folge beenden. Bei Ständer ist bei Ja, gut. So. Holst du noch mit deinem Wägelchen die. Die machen wir noch ein. Ja, gut, ich mag die. Ja, wir können. Oder beenden wir das jetzt einfach so schnell hier so. Und dann direkt weiter. Das könnte man erwähnen. So, ne? Ich mag den ganzen Scheißweg jetzt nicht mitlaufen. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Baumstämme. Komm doch mal mit deinem Wagen her. Dann hol mal die Fuhre ab und dann gehen wir zusammen. Ja. Wieder at home to other home. Ach so, halt. So, bist du denn da, wo du bist? Ja. Baumfeld! Was? Hä, warum ist da so ein Loch? Das ja, das ist. Hat halt nicht so oft Tetris gespielt. So, da waren da glaube ich noch ein paar Stämmchen. Ja, sollen wir die auch noch holen, ey? Wir sind eh schon überlänge. Das hab ich gedacht, alle holen. Du kannst mit deinem Ding voll gut die Büsche umfahren. Ja, aber die überleben das ja, glaube ich. So, das waren jetzt eh, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, sieht so aus. Perfekt. Wir sind schon hier hinten. Holy shit. So. Also aktuell geht's noch mit dem Weg, aber. Ja, aktuell geht's noch. Also ich find's nicht so schlimm, weil ich eh versuche so ein bisschen. Aber wenn ich da so hinschaue, wir brauchen immer noch 181 Baumstämme. Ich glaube irgendwann, wenn wir mit dem Turm. Oder wir waren, glaube ich, vorhin bei 260, kann es sein. Also wir sind gar nicht mehr so schlecht dran.
Nee, das nicht, aber vielleicht dann mal da auf der anderen Seite anfangen mit den Bäumen. Also da, wo ich hinschaue. Ja, ich weiß, was du meinst. So. Gut, dann zum Lagerfeuer. Da müssten wieder Knochen sein, oder? Achso, ich hab schon alle aufgenommen. Hast du die... Ja. Achso, da hast du schon gebaut. Ah, cool. Da? Yay. Cool. Cool. So. So. Oh, der ist auch durch dich geflogen. Theoretisch bräuchten wir auch hier hinten nochmal so eine Lampe. Ja, okay, warte, mach mal. Hier hinten. Ja, doch. Ja, doch. Ja, komm. Ja, bau schnell hin. Warte kurz, ich muss drehen. Schneller. Ja. Ich möchte eh drücken. So. Einfach nur, weil wir es können. Perfekt. So. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.